Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Plants vs. Zombies. Und heute bin ich nicht alleine, wir haben einen Gastkommentator. Du bist behindert. Ja, super. Kauf Nein, mal eben hier. Spaß beiseite. Ja, der Lars ist da und ja. Ich mach einfach mal weiter. Ich finde die Lache so genial. Willkommen auf dem Dach. Das war ein bisschen übertrieben für ein Kinderspiel, aber gut. Och ja, jetzt haben sie bis aufs Dach geschafft. Hartnäckige Zombies, Cola-Pulte, ja, die haben wir ja letztes Mal gekriegt. Vergiss das nicht, dann läuft alles wie geschmiert. Denn wenn man hier die... Oh, die Banshee-Zombies. Die sind grauenvoll und du hast die Abwehr dagegen noch nicht. Weil ich werde nicht verraten, was es ist. Es gibt ja sicherlich Leute, die gucken das und haben das noch nicht gespielt. Garantiert, ja. Ich guck gerade, was nimmt man denn noch am besten? Eigentlich schade, dass man keine oder nicht mal einen Teil der Sonne zurückkriegt, wenn man die Dinger wieder auskriegt. Weil Bungie zumindest, das kann ich schon mal verraten, die klauen einem einfach mal die Sachen. Ich hasse sie. Ich überlege gerade, was kann man denn hier noch, was kann ich noch mitnehmen, Lars, was meinst du? Von daher, das ist schräg, es fallen eigentlich deine Kanonen alle weg. Du könntest vielleicht die Erbsen. Nee, die Kaffeebohnen hast du noch nicht, oder? Nee, ich nehme den Schnapper noch mit und jetzt habe ich nur eine Sache über. Kartoffelmine ist ein bisschen lächerlich, aber ich würde einfach die Kirschbombe noch mitnehmen. Naja, ja, gute Idee. Wenigstens gibt es noch keine Eimer-Zombies. Ja, da bin ich happy. Und hier kommt das erste Zombie. Und das muss ich mich ja zum Glück nicht kümmern. Richtig. Das ist voll dämlich, du hast noch nicht mal die Blumentöpfe. Ja, die kommen jetzt erst dazu. Aber okay. In dem ersten Level sind die so schwach, die Zombies, die solltest du mühelos abwehren. Ich finde es sehr witzig, wie selbst die Blumentöpfe sich bewegen und Augen und Mund haben, obwohl es keine Pflanzen sind. Ja. Jetzt, wo du sagst, ich sehe das erst jetzt. So. Komm, Zombies, lass mich nie warten. Dachreiniger hast du auch noch nicht, oder? Nein, die kommen erst jetzt in den Laden, wenn ich hier durch bin. Ist gut. Ist aber mal genug gespoilert oder vorweggegriffen. Ja, ich glaube auch. Boah, der Matschkürbis ist einfach meine Lieblingspflanze. Die ist so, die ist günstig, die braucht nicht so lange zum Aufladen und die kann mehrere Zombies auf einmal zermatschen. Ja, aber nur wenn du sie vorher irgendwie mit einer Hochwalnuss oder so da gelähmt hast, dass die da alle dran rummampfen müssen. Zum Beispiel, da kannst du den einfach da hinsetzen, hinter die, und dann walzt er die einfach alle platt. Ja. Auch im Wasser praktisch, weil dann macht er einfach mal Delfine platt. Ach, da stelle ich eine Hochwalnuss hin und bin fertig mit Schönschreiben. Da könnte ich mich mal. Sieht voll genial aus. Zombie springt dagegen, da klauen. Noch eine Sonnenblume, ganz unten. Ja, ich weiß. Machen wir jetzt erstmal hier noch einen Cola-Pult hin. Ich sehe schon, ist angebracht. Weil, so Pylonen-Zombies, da gibt man am besten doppelte Feuerkraft, sonst packen die das nicht. Ja. Ich könnte jetzt einen lächerlichen... Ne, der ist nicht mal lächerlich, der ist einfach nur dumm, der Witz, und darum lasse ich ihn noch einfach bleiben. Ich danke dir dafür. Reicht schon, wenn ich in Minecraft-LP das ständig mache. Ja, reicht, wenn du da das Niveau runterziehst. Guck mal in die Videobeschreibung, da müsste auch eine... So schnell, Nein! Link... da kommt der erste Bungee. Da wird dann wahrscheinlich sein für das Minecraft Together, weil das ist ja nicht auf Jens' Kanal geladen. Nein, das ist auf Marcells Kanal. Und, was machen wir da? Wir machen da nur Scheiße auf dem Server, oder? Ja, mehr oder weniger. So, um das Zombie muss ich mich jetzt nicht mehr kümmern. Eben. Stirb! Ja. Der Matschkiss ist einfach nur like a boss. Ja. Aber ich hatte irgendwie in der Erinnerung, dass er sich ein bisschen schneller auflädt, aber es geht. Ja doch, das ist annehmbar. Ich hab's mal geschafft, da wurde der wirklich... Da waren so viele Zombies da, der wurde aufgefressen, bevor er sich zermatschen konnte. Was? Wie hast du das denn geschafft? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ach, jetzt weiß ich, was ich hätte mitnehmen können. Ich habe die Doppelsonnenblume gekauft. Jetzt egal. Den Schnapper nicht gebraucht, weil der Schnapper ist... Naja gut, er kann ein bisschen was abhängen, aber das ist ja relativ unnötig. Ja. Wuhu, riesige Welle. Ja, da bin ich mal gespannt, was die machen. Täusche ich mich oder kommen da später auch Eiswagen? Auf dem Dach. Boah, ich weiß es nicht. Wenn ja, wäre das nie gut. Oh, Krabum. Ich würde gleich mal eine Kirsch... Obwohl, nee, es geht. Der Matschkürbis macht den Rest. Ja gut, hier habe ich, hier unten habe ich noch ein bisschen was. Nee, es klappt schon gerade. Ja, jetzt auf jeden Fall. Komm, setz noch einen Kürbis drum.
Okay. Machst du das auch noch? Ja, was, wenn ich die... Nein, ich hab... wenn ich die Sonnen habe. Ich habe ja keine Minerals hier. Ups. Blumentopf. Was er macht, braucht man nicht vorlesen. Nicht wirklich. Damit kannst du das Dach bepflanzen. Nein. Hallo Nachbar, ich habe neue Sachen im Angebot. Jawohl. So, ja, super Dachreiniger kann ich noch nicht kaufen. Zu wenig Knete. So, wie ihr hier sehen könnt, wir haben jetzt hier MG-Erbsen, die gab es schon vorher. Dann gibt es hier Stinkmorcheln, die Erweiterung der Stinkpilze. Klingt erstmal ziemlich dumm, ist aber richtig effektiv, wenn man nur weiß, wie. Ja. Dann gibt es hier die Katzenschwänze, die finde ich persönlich total... gut. Ja, ich finde die total dämlich. Nee, weißt du, wie schnell die schießen? Stimmt, die da hast du recht. Den Pool damit voll, dann hast du keine Sorgen mehr. Vor allem, die können in jede Richtung schießen. Ach ja, stimmt, die schießen ja überall hin, genau. Richtig. Außerdem schießen die auch Ballonzombies ab. Richtig. Greif zu, ich bin irre. Dann haben wir hier Stachelsteine. Eine meiner Lieblingspflanzen. Drei Eiswagen aus, anstatt nur einen, und macht mehr Schaden, wenn Zombies drüber laufen. Richtig. Und dann gibt's noch den Goldmagneten. Zieht Geld an. Wie der Name schon sagt. Und weiter geht's. Gibt auch übrigens eine gute Methode, Marcel, sag ich schon, Jens, falls du es mal brauchst an Geld, einfach die vordere Reihe. Ach so, ja, ich erinnere mich. Das ist aber überleben endlos. Ja, ja, das geht aber. Hast du recht. So, was brauchen wir? Das brauchen wir, so. Und jetzt ist eigentlich egal, was ich dazu nehme, ne? Ich würde die, ja, noch die Kirschbombe würde ich nehmen, weil die macht halt größere Fläche. Wobei, es gibt einmal Zombies, aber... Dafür habe ich... Ja, warte, dann nehme ich die Hochfallnuss raus und nehme eine normale Nuss. Aber du hast aber einen Stabhochspringer dabei. Und? Passt schon. Ich rechne damit, dass der Stabhochspringer erstens so spät kommt, dass ich die hier alle wegsnipen kann. Hattest du nicht gerade noch eine Reihe mehr Töpfe? Ja, aber jetzt habe ich ja die Töpfe selber. Da braucht man ja keine Reihe mehr. Das wird am Ende sowieso immer weniger, die Töpfe, glaube ich. Oh, Doppelwelle heute. Ich würde mich mal darauf freuen, wenn das Let's Play durch ist, geht's dann erst zu den Minispielen und dann geht's später nach Überleben endlos. Und da könnt ihr dann sehen, wie Jens zeigt, wie man effektiv in Plants vs. Zombies Geld kriegt und damit diesen unnötigen Baum großziehen kann. Boah, der Baum. Zombie tot. Den Baum braucht eigentlich keiner, aber gut, er schaltet... Cheats frei. Ja, keine richtigen Cheats. Ich, pass auf, ich guck mal, ob das geht. Warte mal. Ups. So, das ist der erste Cheat zum Beispiel. Sowas ist das. Dann kriegen die Zombies so eine wunderbare, formschöne Brille. Oder aber... kein wirklichen Vorteil. Richtig. Sieht nur lustig aus. Oder falls man mal die Mafia-Zombies haben möchte. Mexikaner. Mexikaner? Fehlen nur noch die Hüte. Ja. Ey, Sonnenblume. Und neues Pult. Ja, ja. Musst du neben den Cheat wieder rausmachen. Lad schneller auf. Außerdem kann man dann auch mal zeigen, wie man mit einer relativ effektiven Bauanordnung in Überleben endlos ziemlich lange überlebt. Ja, kann man machen. Und je länger man überlebt, desto mehr gibt's Geld. Ja, auch. Ja, nicht nur Geld. Auch stimmt. Sachen, aber dazu später mehr. Oh, guck mal, wer da kommt, Lars. Das sag ich doch. Was machst du jetzt? Matschzombie. Nö. Matschzombie, genau. Matschkürbis. Doch, Matschkürbis, klar. Vielleicht ich wollte jetzt eigentlich erst die Kirschbombe nehmen, aber danke. Wieso, der kann doch nach hinten springen. Jetzt war gut. Die sind auch genial. Ich würde sagen, eine Doppelsonne kannst du dir langsam mal leisten, ne? Ja. Und eine normale noch hinterher, weil es gerade so schön ist. Nee, die, damit spare ich jetzt erstmal. Ich habe hier oben noch nichts stehen, siehst du? Steht nicht sogar drin, dass dieser Doppelsonnenblume durch Gentechnik entstanden ist? Boah, frag mich nicht. Das ist manchmal ganz schön. Kann ich gleich mal gucken, ich habe ja das Lexikon. Ich wollte gerade sagen, das Lexikon hat manchmal echt bescheuerte Sachen drin. Ah, da gucke ich am liebsten, da gucke ich erst am Ende rein. Richtig. Weil da hat man das voll. Und mir fällt ein, ich muss hier nochmal durchrennen. Durch das ganze Plants vs. Zombies. Ich will jetzt eigentlich nicht sagen, an wem mich der Kürbis so ein bisschen erinnert. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, aber die Zuschauer wissen es nicht und das ist auch gut so. Ja. Ich meine, ihr könntet damit sowieso nichts anfangen. Es sei denn, du schaust zu, Nico. Ja, wir meinen dich. So, Sonnenblume. Ja, warte mal eben. Schade, dass man den Cooldown nicht irgendwie runterschrauben kann. Kann man. Je mehr Sonnenblumen du hast, desto weniger Cooldown hast du. Genau. Was? Ja.
Nein, nein, ein Cooldown meine ich von Pflanzen an sich. Ja, je mehr Sonnenblumen du hast, desto weniger Zeit brauchen die. Desto weniger Zeit brauchen die Pflanzen, die du pflanzen kannst. Richtig. Oben in der Leiste, die Samen. Bis du sie pflanzen kannst, genau. Okay, das ist natürlich praktisch. Oh, guck mal, wer da kommt. Da haben wir einen Eimerlein. Wollte gerade sagen, jetzt können wir mal Blumentöpfe. Boah, geht das schnell. Juhu, ein 50er. 50er Euro Münzen. Hätte ich auch gern. Die Doppelsonnenblume dafür, dass der Cooldown noch mehr verringert wird? Puh, keine Ahnung. Ich glaube, Sonnenblume ist Sonnenblume fertig. Ja, dann hau doch mal ein paar Sonnenblumen hinten in die hintere Reihe rein. Ja, ja, chill mal. Ich bin jetzt erstmal dabei, meine Army ein bisschen aufzubauen. So, und hier der. Hast du so viel, dass wir durchgehen? 200. Psch. Also ich spiele ja meistens mit dem... Wie heißt er? Weiß ich nicht. Ich hab grad seinen richtigen Namen nicht in Erinnerung. Egal, auf jeden Fall mit diesem Atompilz halt. Warte, Unheilspilz. Unheilspilz, genau. Ich meine, der macht zwar den Krater, aber weißt du, der Krater... Scheiße, die Wirkung, eben. Macht er das ziemlich wett, weil er... Gut, er tötet nicht jeden Zombie sofort, aber halt, er sorgt dafür, doch, dass wenn man... Wenn ihn richtig platzierst, ist es One-Hit. Für alle Zombies auf dem Feld. Nicht alle. Doch, wenn du ihn richtig platzierst, sind alle tot. Nein, der Gargantua hält 2 aus. Echt? Ja. Okay. Und der Giga-Gargantua sogar 2. Ach du Schande. Ja gut, für Giga-Gargantuas, die spamme ich dann mit Jalapenos. Muss man auch. Was anderes kann ich nicht machen. Es gibt doch noch diesen Geheimzombie. Ich habe gerade schon mal wieder vergessen, wie man den freischaltet. Ich wusste das mal. Kann ich dir sagen, Lars. Darum sagte ich gerade, ich muss hier nochmal durchrennen. In Level... In dem Nachtlevel, letztes, 4-10. Ja. Da gibt's den. Wenn man den das zweite Mal macht, gibt's den Yeti-Zombie. Richtig. Aber der hält auch ziemlich viel aus, ne? Ja? Ja, also ich weiß gar nicht, warum man sich drüber fresh halten sollte, denn der ist ziemlich böse. Bumm. Boah, oh, da kommt noch so einer. Viel zu viele Sonnen, ehrlich. Ja, meinst du? Nächste Doppelsonnenblume ist bereit. Jo. Nochmal ein Cola-Pult unten drauf. Nein! Verdammt! Ach, die gibt's ja auch noch. Ja, die gibt's leider auch noch. Nerv nicht. Okay, Cola-Pult ist ja schon wieder bereit. Boah, das ist ein Cooldown. Okay, ist ja. Okay. Siehst du? Ich sag schon, wenn du über die hochfallen musst, aber naja. Ja, passt doch, was willst du eigentlich? Ist doch alles in Ordnung. Alles in Butter. Noch. Ja, ja. Nächstes Level wird wirklich alles in Butter sein. Ja. Mir fällt es gerade auch auf. Na, ich denke mal viele, also ich will jetzt nicht sagen die Meister, ich denke mal viele von euch werden das sicher schon einmal mindestens gespielt haben. Oder zumindest schon mal gesehen haben. Ist ja jetzt nicht mehr so neu. Ey Lars, achte! Ich hab mal gehört, oder was heißt, ich hab mal gehört. Das ist jetzt schon ziemlich lange her, aber Plants vs. Zombies 2 ist ja auch mal noch im Gespräch. Ist im Gespräch, aber ich glaube da nicht dran, dass da noch was draus wird. Ich auch nicht, weil das dauert mir schon viel zu lange. Ja, diese ganze Heimlichtuerei die ganze Zeit, das kommt dann und dann und dann und Level durch. Und wir bekommen das sogenannte Cornerpult. Genau. Die Maiskanone wird erst später, Lars. Ja, ja, die Maiskanone. Ich finde die relativ unnötig, weil ich viel zu lange brauche, um nachzuladen. Aber irgendwie ist sie auch ganz witzig. Die ist für Just for Fun ist sie geil. So, schleudert Maiskörner mit Butter auf Zombies. Also praktisch ein Popcorn. Oh nein. Max, der Kerl von Hornbach. Oh oh, nicht die. Doch, die macht zwar weniger Schaden als das Cola-Pult an sich, hat aber die Chance eben, dass halt Butterklötze kommen, die nein. Zum Beispiel für eine gewisse Zeit dann. So, da werde ich dich jetzt nochmal kurz berichtigen, Lars. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Die haben nicht die gewisse Chance. Ich meine, alle drei oder alle. Ja, doch, alle drei kommen ein Butterteil. Okay, achso. Und hier. Jetzt nicht. Ja, Leiter-Zombie, das bringt mir eh nichts, wenn ich jetzt hier eine Hochwalnuss mitnehme. Kannst du denn nicht noch eigentlich noch einen Pflanz oder ein, zwei Pflanzenplätze kaufen später? Klar. Du kannst maximal 10 Stück haben, wenn ich das richtig weiß. Richtig, weil das kam mir gerade so wenig vor. Ja, hast du mal eben 20.000? Nee, ich meine ich auch nur, weil ist ja auch schon etwas länger her, dass ich es gespielt habe. Ich muss irgendwas jetzt rauswerfen, Lars. Ich weiß nur nicht was. Weil ich brauche unbedingt. Ich brauche die Jalapeno. Richtig. Weil wenn ich das richtig weiß, Jalapeno röstet die Leiter. Ach, scheiß drauf. Weil ich einmal die Pflanze wegsetze, wieder hin, habe ich noch Jalapeno. Vom Preis her. Gesehen davon... Der letzte Rechen, glaube ich, ja. Abgesehen davon, Jens, kannst du ja immer noch den Matschkürbis benutzen. Stimmt.
Und an der Hochwalnuss können die doch gar nicht hochklettern, oder? Doch, darum haben sie die Leitern dabei. Die legen die an die Hochwalnuss dran und klettern da drüber. Und was machen die bei normalen Walnüssen? Wegfressen. Ich finde es immer so traurig, wenn die anfangen zu heulen. Dafür gibt es ja bald, wenn ich hier mit dem Hauptspiel durch bin, gibt es ja das Upgrade. Dass genau, man die dass reparieren man die heilen kann. Der Walnuss. Wie du siehst, Lars, es wird immer weniger. So, ich nehme jetzt mal das Cornerpult, damit man das auch mal in Action sieht. Zack, erste Maiskolben. Zweiter Maiskolben, zweites Maiskorn, drittes Maiskorn. Ups, ich habe mich verzählt, Lars, sorry. Butter? Kommt gleich. Da, Match. Oder sobald man erstmal drei davon hat, hängt fast nur noch Butter auf den Köpfen. Ja. There's butter also, on my head. Ohne mich auskommen, ich komme gleich wieder. Okay. Tja. Da ist er weg. Oh oh, oh oh, oh oh, das ist nicht gut. Halt mal so. Da ich gerade eine Sonne über habe, kommt das Teil dahin. Ah, na super. Genau das Zombie, was ich gerade nicht haben möchte, kommt genau da, wo ich es nicht brauche. Jetzt mach doch die Butter, Junge. Na, brauchst du nicht mehr, okay. So. Matsch. Butterhead. Hi. So. Flip. Das ist gemein. Also das ist echt gemein. Ey, warte ich. Friss den auf, dann gibt's Ärger. Geht doch. So. Hier und das und das und das. Und warten. Ah, die Musik ist so schön. Mein Geld. So, dann hier auch ein Kornteil drauf. Damit man wenigstens von allem was in den Reihen hat. Hier auch noch ein Kornteil. Und dann ist gut. Jetzt kann man anfangen, richtig aufzurüsten. Kopf weg. So, erste Doppelsonnenblume. Und das nächste Cola-Pult. Was willst du eigentlich? Ich hab doch genug Sonnen. Mein Gott. Noch ein Kohlteil. Und da kommt die erste Welle. Ja! Und stopp. Oh, die sind aber auch ein bisschen fix. Hab ich so den... Jawohl. Das war knapp. Oh, da ist noch so einer. Geh weg. Wenn ich den nicht stoppe... Du zwingst mich dazu. Und weg ist es. So, das war besagtes Leiterzombie. Der war vor dem Angriff noch eben bei Hornbach, hat sich die Leiter gekauft. Die da übrigens im Sonderangebot war. Für, ich glaube, 9,99. Kann ich gleich mal nachschauen. Steht nämlich alles dabei. 50er, meins. Rums. So viele Sonnen, wie ich habe. So, und so, und so, und Korn. Und so, und Korn. Irgendwo muss ich ja meine ganzen Sonnen investieren.
da ich noch keine Doppelsonnenblumen nehmen kann, mache ich das halt so. Zack. Und einmal einen schützenden Ring drumlegen. Oh, nicht schon wieder so einer. Erschießt ihn! Erschießt ihn! Danke. Oh Mann, jetzt wird's lustig, jetzt wird's lustig. Nein, ich brauche die Schaufeln nicht. So, und jetzt kommt hier einfach mal eine Reihe Hochwalnüsse hin. Die aber verdammt langen Cooldown haben. Shit. Ach, was soll's. Den hätte ich mir eigentlich aufsparen müssen. Egal, letzte Welle. Und hier kommt mein Freund Machi. Oh, nicht schon wieder solche. Oh, das ist... Nein. Also gegen die Zombies habe ich leider gerade nichts mehr in petto. Jetzt aber. Halt, stopp. Du machst nichts mehr. Hm. Zwei Zombies auf einmal. Und da gibt's endlich die Kaffeebohne. Die könnte noch nützlich werden. Pflanz sie auf einen Pilz, um ihn aufzuwecken. Ach du Schande. Die werden wir brauchen. So, das. Den Magnetpilz. Die Sonnenblume. Ach, wir brauchen eine Sonnenblume. Das und... Hm... Ich gehe erstmal ins Lexikon. So, und zwar Pflanzen. So, hier seht ihr jetzt das komplette Lexikon. Von allen Pflanzen, die man hat, beziehungsweise von allen Zombies, die es gibt. Und wie man hier sieht, das ist noch nicht entdeckt. So, und ich wollte hier nachschauen. So, Leiterzombie. Es klettert über Hindernisse. Ausdauer, Mittel. Ausdauer, Leiter, Mittel. Tempo, schnell, nach Aufstellen der Leiter. Langsam, Schwäche, Stinkpilz und Magnetpilz. Die Leiter war ein echtes Schnäppchen. Nur 8,99. Ups. Ich dachte 9,99. So. Und dann, wie Lars schon sagte, einmal mit der Doppelsonnenblume. Doppelsonnenblumen erzeugen doppelt so viele Sonnen wie normale Sonnenblumen. Sonnenproduktion doppelt so viele. Muss auf Sonnenblumen gepflanzt werden. Doppelsonnenblume entstand bei einem verunglückten Experiment mitten in der Nacht. Donner krachte, seltsame Lichter flackerten und sogar der heulende Wind schien seinem Unmut Luft zu machen. Doch vergeblich. Doppelsonnenblume lebte. Sie lebte! Haha.